Jo Leute, es gibt neue Bleach News und zwar hat Kubo jetzt die originale Gotei gezeichnet, die allererste. Und ich blende die euch mal ein. Das ist die. Was erkennen wir da? Zwei Charaktere sind uns bekannt. Und zwar hier einmal eingekreist Yamamoto und Unohana. Man merkt auf jeden Fall, dass die einiges jünger sind. Das Ganze ist aber auch schon über 1000 Jahre her. Die Frage, die sich jetzt alle stellen, wer sind die anderen? Da gibt es Vermutungen und Theorien. Am uninteressantesten finde ich jedoch links und rechts von Babamoto diese zwei älteren Herren mit der Brille. Und dieser Typ hier sieht übrigens aus wie Dr. Uchiko aus My Hero. Wir erkennen oben links ein Mädchen mit der Brille. Die sieht ein bisschen aus wie Lisa. Da werde ich aber auch nicht näher drauf eingehen, da die ein bisschen basic aussieht. Dann haben wir einen muskulöseren Typ. Da gibt es Theorien, dass es ein Vorfahren von Komamura ist. Könnte tatsächlich sein. Sehen wir, denke ich, mal in näherer Zukunft. Und es gibt einen etwas korpulenteren mit einer Gesichtsbemalung. Der ist für mich auch etwas uninteressant. Zwei der interessantesten sind auf jeden Fall das Mädchen mit der Augenklappe und der Typ links, der so finster reinschaut. Ich vermute mal, dass das die stärksten aus der Generation sind oder zumindest Top 4, Top 5. Übrigens vermute ich, dass das Mädchen mit der Augenklappe der zweite Kenpachi ist. Wir wissen, Unohana ist der erste, über den zweiten gibt es noch keine Hinweise, deswegen meine Vermutung. Oben rechts sind zwei weitere und zwar haben wir einen mit langen grauen Haaren, der mir irgendwie Gin-Vibes gibt mit seinem Overall-Auftreten auf dem Bild. Vielleicht seht ihr das auch so. Und wir haben einen mit einem Strohhut, dem seine Gesichtsform aber ein bisschen aussieht wie Byakuya. Er könnte ein Kuchiki sein oder vom Clan von Shunsui. Wir wissen es nicht. Oder tatsächlich beides und es gab irgendwann Abspaltungen. Sowas könnte auch sein. Die zwei letzten wären einmal in der Mitte, der mit den weißen Haaren. Scheint ein Vorfahre von Yoriichi zu sein. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht genau. Es macht ihn für mich aber auch nicht interessanter dadurch. Sein Aussehen feiere ich einfach null. Tut mir leid. Und der letzte ist der am ältesten aussehende Shinigami, den wir bis jetzt kennen. Hier mal eingekreist, der versteckt sich ein bisschen. Könnte 4.000, 5.000 Jahre alt sein, da ein Babamoto im 1000-Year-Blood War über 2, vielleicht sogar Richtung 3.000 Jahre geht. Und dieser Typ definitiv älter aussieht. Ob er vielleicht aus der Generation der Stärkste ist, möglich wär's. Oder er ist halt schon aus seiner Prime draußen. Das könnte auch sein. Aber wir wissen, das Alter spielt bei Anime-Charakteren nicht immer eine Rolle. Denn ein Babamoto, der im 1000-Year-Blood-War gekämpft hat, ist definitiv viel stärker als zu dieser Zeit. Das war meine Meinung zu der allerersten Gotei. Hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.